You know, it's a feeling that, you know, is like no other, you know, I think. Es ist ein Gefühl, das man mit keinem anderen vergleichen kann. Und wir waren sehr nah dran, auszuscheiden. Wir hätten uns sehr, sehr viele schlechte Sachen anhören müssen, darüber, dass wir das Land enttäuscht haben. Aber dann haben wir doch das Tor geschossen. Es hat sich großartig angefühlt, dieses Tor zu erzielen. Seitdem ich bei Real Madrid unter Vertrag bin, es ist ja ein wesentlich wichtiges Tor. Wie fühlt sich das an, so einen Drehsieg zu erzielen? Kann das jetzt die Stimmung drehen für das Team, was das Weiterkommen anbelangt? Ja, also wir waren heute während des Spiels sehr gefährlich. Wir hätten vorne mehr Kaltschnäuzigkeit an den Tag legen können in einigen Situationen. Wir haben großen Charakter gezeigt. Es ist schwierig, in der Vorrunde diese Leistungen zu bringen, weil die Gegner da auch defensiver spielen, einen defensiveren Spielstil an den Tag legen. In K.O.-Spielen ist es einfacher, für diese Momente zu sorgen und den Spirit des Teams auch zu zeigen. Wir haben ja aber auch zwei Unentschieden gespielt und deswegen war das heute eine großartige Reaktion unsererseits. Sie haben gesagt, dass viel Unsinn geschrieben wurde. Was meinen Sie damit? Was hat Sie genervt? Ja, also Sie wissen ganz genau, was ich meine. Für einen Fußballer erfüllt es uns mit Stolz, für England zu spielen, aber es ist nicht einfach, weil wir unter Riesendruck stehen. Die Fans haben sehr hohe Erwartungen an uns, auch angesichts dessen, was wir in den Turnieren vor Jahren erreicht haben. Wir haben uns sehr stark auf dieses Spiel vorbereitet. Wir haben jeden Tag sehr konzentriert trainiert, um eine schöne Leistung für unsere Fans heute auf den Platz zu bringen. Dieser Druck ist nicht immer schön, aber man kann diesen Druck auch verwandeln und zwar in positive Energie, um diese Kritik auch Lügen zu bestrafen. Was sagen Sie, was war das Tor heute einer Ihrer besten bisherigen Momente als Fußballer? Ja, also wir sind bei einer EM und dieses Tor hat einen riesen Unterschied gemacht, was die Stimmung im Team anbelangt. Und deswegen war das schon einer der wichtigsten Momente meiner bisherigen Karriere. Und umso wichtiger wird diese Aktion von mir, wenn wir dann am Ende den Pott nach Hause fahren. Vielen Dank.